Der WSV will diese Woche vergolden. Nach dem Sieg in Köln und dem Sieg unter der Woche, das 3:0 gegen Speldorf. Jetzt also heute das Heimspiel gegen die Sportfreunde aus Siegen, also ein Mitaufsteiger. Aktuelle Siegen auf Tabellenplatz 17, hat 6 Punkte auf dem Konto, aber letzte Woche einen Punkt geholt gegen den Bonner SC. Beim WSV ist Gaetano Manu zurück nach abgesessener Gelbsperre. Ercan Aydınmış nimmt zunächst auf der Bank Platz. Das sind die Highlights hier bei WSV TV. WSV gegen die Sportfreunde aus Siegen. Let's go!
Es war ein richtungsweisendes Spiel für den WSV heute gegen die Sportfreunde Siegen. Bei uns ist unser Kapitän Gaetano Manno, Doppeltorschütze beim 4:1-Sieg gegen Siegen. Wie wichtig war denn dieser Erfolg heute? Ja, es war wichtig, weil wir jetzt einen Mitkonkurrent auf 12 Punkte haben. Und das haben wir uns vorgenommen. Und dafür haben wir die Woche sehr, sehr gut gearbeitet und wollten nicht den gleichen Fehler wie gegen Schalke nehmen. Es ist hoch ausgefallen, 4:1, wobei es hätte ja deutlich höher ausfallen können. Hast du die Chancen mitgezählt? Wie viele Chancen hatte der WSV heute? Ja, ich glaube, gefühlte 15 Chancen oder so. Aber der Ball wollte nicht rein. Zum Glück haben wir es 1:1 gemacht und dann ist der Knoten geplatzt. Und dann hätten wir trotzdem noch im Nachhinein, glaube ich, 6-7-1 noch gewinnen können. Und aber wir haben das verdient, Leute. Wir haben alles gegeben. Auch in der ersten Halbzeit haben wir die Ruhe behalten, haben viele Chancen gehabt. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, einfach die Ruhe zu behalten. Und das haben wir gemacht und haben wir auch verdient gewonnen. Zur Halbzeit 0:1 zurückgelegen gegen Siegen. Am Ende auch in Überzahl das Ding über die Zeit gebracht. Es gab die rote Karte für Siegen. Hat auch dieses Spiel mit vielen Fouls unser Spiel ein bisschen behindert zwischendurch? Ja klar, der Schiedsrichter hat auch nicht durchgegriffen. Wir haben, glaube ich, die ersten 10 Aktionen waren mindestens zweimal gelb. Hat uns einen Elfmeter nicht gegeben in der ersten Halbzeit, der ganz klar war. Und beim Tor von Ercan hat er mir auch gesagt, dass er Elfmeter gegeben hätte, wenn Ercan nicht das Tor macht. Und danach hat er sich ein bisschen erholt zur Halbzeit und hat dann für uns gepfiffen auch. Und was heißt für uns, aber er hat dann korrekt gepfiffen und haben wir verdient gewonnen. Und am Ende der 4:1-Sieg. Gaetano, vielen Dank. Nächste Woche geht es gegen Wattenscheid weiter. Danke auch. Ciao. Kevin Hagemann, 4:1 gewonnen gegen die Sportfreunde aus Siegen, aber es hätte deutlich höher ausfallen können oder müssen sogar. Ja, sehe ich ähnlich, definitiv. Wir haben in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach schon 400-500-prozentige Chancen gehabt, die mir jetzt gerade so einfallen. Kriegen unglücklicherweise durch einen Standard das 1-0 und müssen eigentlich zur Pause schon führen. Ja. Also viele Chancen auch für den WSV, auch du selber an vielen Sachen mit beteiligt. Andersrum gesehen auch viele Fouls auf Siegener Seite. Inwieweit hat das WSV-Spiel beeinflusst? Du meinst, Siegen hat viel gefoult, davon sprichst. Ja, klar, es ist immer ein Stück weit spielunterbrechend, meiner Meinung nach. Wenn wir im Spielfluss unterbrochen werden. Es ist ein bisschen fahrig, das Spiel und sowas. Wir haben es aber dennoch sehr, sehr gut gelöst, haben immer wieder in unsere Linie reingefunden und haben das heute, glaube ich, 90 Minuten lang gut durchgezogen. Ja. Jetzt den Abstand auf Siegen deutlich erhöht. Inwieweit war das auch richtungsweisend, das Spiel heute? Ja, es ist natürlich immer schön, wenn man einen direkten Mitkonkurrenten, und das war es heute, es ist ein Mitaufsteiger, ausschalten kann in dem Spiel und sich ein Stück weit noch ein bisschen absetzen können, dann ist das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Und nächste Woche in Wattenscheid, in Lohrheide, traditionsbehaftetes Stadion. Und dann triffst du auch wahrscheinlich wieder, oder? Ja, das weiß ich nicht. Am liebsten schon, ja. Aber da verspreche ich jetzt hier nicht. Das wäre deine Chance gewesen. Ja, ich weiß. Deswegen sage ich lieber nichts. Kevin Hagemann, vielen Dank. Danke.